So, Hallöchen, herzlich willkommen wieder zurück hier auf KatCon. Ja, auch für mich ist es jetzt schon etwas länger her, seitdem ich auf KatCon war. Denn ja, letzte Zeit war ein bisschen stressig für mich. Ja, jetzt gerade am Wochenende hatte ich mal wieder ein bisschen Zeit, deswegen bin ich jetzt dieses Wochenende relativ viel wieder auf KatCon. Hab die Zeit natürlich genutzt, vieles gemacht und ja, darüber will ich einfach ein bisschen reden, was so euch in Zukunft erwartet hier auf KatCon mit meinen Projekten und ja, ganzen Großen und Ganzen, was halt jetzt in Zukunft passiert. So, und jetzt gehen wir erstmal hier kurz Melonen abernten. Ich habe Hunger, wie immer, auch in echt. Ein Vielfraß. So, jetzt muss ich gucken. Ich glaube, das Mikrofon ist noch nicht ganz optimal eingestellt. Ich habe es nämlich die letzten Tage versehentlich rausgezogen gehabt und jetzt beim Reinstecken hat er irgendwie die alten Einstellungen leider nicht übernommen. Deswegen kann es sein, dass ja, das eventuell nicht ganz so optimal eingestellt ist wie sonst. Naja, wie ist es sonst? Auch nicht wirklich gut, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, bevor wir jetzt sinnlos im Kreis rumlaufen, was gibt es aktuell? Aktuell oder nicht mehr so aktuell war ja, oder das aktuellste Projekt, sage ich mal von mir, war ja VKBA und ist VKBA ein Dienst der Legend Bank, der virtuelle Konten für KatCon hinzufügt. Und ja, das hat jetzt in letzter Zeit auch leider ein bisschen gelitten, weil ich hatte einfach weniger Zeit, musste mehr mich jetzt um die Arbeit kümmern. Da musste KatCon so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Das geht natürlich dann vor. Auch wenn es natürlich schade ist, weil KatCon ja macht Spaß. Aber ja, manches geht nun mal vor und da hatte ich halt relativ wenig Zeit. Und ja, da blieb, wenn ich halt abends nach Hause komme, ist nicht mehr so viel Zeit. Ja, jetzt hatte ich aber wieder ein bisschen mehr Zeit und die habe ich jetzt dieses Wochenende auch wieder in VKBA reingesteckt in der Entwicklung, weil ich hatte ja gesagt, ich möchte das neu entwickeln, neu anfangen, also neu schreiben. Umschreiben auf eine etwas andere Technik und den Code dabei ein bisschen sauberer schreiben, ein bisschen ordentlicher mit weniger Fehlern und den auch veröffentlichen, also öffentlich euch zur Verfügung stellen, dass ihr da vielleicht sogar mitwirken könnt, wenn ihr möchtet, wer das kann oder einfach mal ein bisschen drüber gucken oder auf jeden Fall kann ich dort auch dann Fehler oder so besser protokollieren, für mich verwalten und so weiter. Also das hat schon einige Vorteile. Und zugleich habe ich auch, und das können wir uns gerade mal angucken, damit ihr auch mal was seht und mir nicht nur zuhören müsst. Zugleich, ach ja, hier sind wir übrigens bei Warp Drop. Hier war gerade eben nämlich ein Drop-Event. Finde ich sehr cool. Sage ich auch gleich nochmal ein paar Sachen, was euch da in Zukunft erwartet von uns. Jetzt geht es erstmal zu Warp Home. Nicht Warp Home, zu Home eigentlich, aber das ist Warp Sunblock. Da befindet sich nämlich, wer sich daran erinnern kann, die Legend Farm, also kurz die L-Farm. Und die habe ich ja schon vor Ewigkeiten versprochen, ich restauriere die. Was ist denn heute los? Also richtig renovieren, alles komplett neu machen und ja, der Umbau, die Restaurierung ist jetzt durch das Wochenende, weil ich wieder mehr Zeit hatte, ist jetzt wirklich fast komplett abgeschlossen. Ich zeige euch jetzt meinen ersten Einblick hier in die neue L-Farm sozusagen. L-Farm, ganz kurz gesagt, das ist eine öffentliche Farm, die könnt ihr mitbenutzen gegen ganz kleine Gebühr. Die war ganz am Anfang 50 Kadis. Ich werde jetzt wahrscheinlich, um die ganzen Baumaßnahmen und so wieder reinzudecken, vielleicht ein bisschen erhöhen auf 100 Kadis oder so. Also die bleibt weiterhin minimal. Also ein Stack Zuckerrohr oder so und ihr habt das ein paar Stacks Zuckerrohr und ihr habt das schon wieder drin. Also das ist überhaupt kein Problem. Ist auch einmalig und die bleibt dann lebenslang geedit. Und ja, in Zukunft wird das sogar noch hier mit VKBA verknüpft, das erkläre ich auch gleich. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, öffentliche Farm, jeder kann dann farmen und direkt hier hinten verkaufen. Ihr seht auch schon wieder alles hier voll. Ja, relativ große Farm. Und hier hinten ganz viele Ankaufskisten, sehr wichtig, damit ihr immer schön hier alles ankaufen könnt. Könnt ihr direkt anklicken und dann hier in die, ja, doch hier oben sind, also sind noch viele leere Kisten dabei. Oder auch nicht. Vorführeffekt. Okay, muss ich mal entlernen. Alles klar. Ja, also hier könnt ihr, wie gesagt, direkt verkaufen. Und ihr seht schon, das war nämlich vorher nicht so. Das ist jetzt auch Bestandteil der Restaurierung. Erstens schöner strukturiert und zweitens überall Gehwege. Und zwar aus Birkenholz. Finde ich persönlich hübsch.
anzuschauen. Das ist so ein guter Kontrast hier. Helles Tageslicht, dann heller Boden, ja, dann hier Glas über. Also finde ich so vom Aussehen tausendmal besser als die alte Elf-Farm. Ganz früher, okay, ganz, ganz früher war es ja ganz schrecklich. Ja, aber jetzt hier schöne Gehwege. Man kann hier sehr bequem laufen, überall drumherum. Und hier, wie gewohnt, ganz normal und effizient farmen. Daran hat sich nichts geändert. Ja, dann geht es ein Stockwerk weiter runter. Und da kommen wir schon wieder in der nächsten Etage, die komplett restauriert wurde diesmal. Also die wird komplett renoviert. Wir haben hier auch wieder alles komplett aus Holz. Ja, hier einen schönen Gehweg. Überall sehr coole Gehwege. Hier hinten kommen dann noch, das fehlt noch, die Ankaufskisten hin für Melone und Kürbis. Hier hinten gibt es nämlich noch ein bisschen Kürbis. Das wird eventuell noch erweitert. Auf jeden Fall sehr viele Melonen. Und ja, man kann es ja auch erkennen, einen Beacon. Haste ist aktuell drauf, das heißt, man kann Blöcke oder so ein bisschen schneller abbauen. Ist hier vor allem bei den Melonen relativ nützlich. Bei Zuckerrohr, ja gut, das baut man sowieso sauschnell ab, also das ist egal. Aber ja, hier kann man direkt dann Melonen farmen, die da hinten dann verkaufen, beziehungsweise hier. Und ja, auch sehr effizient gelöst, das heißt, wir haben jetzt sehr viel, das größtmögliche Anzahl an Melonen. Und ja, auch eine gute Beleuchtung, die natürlich genutzt wird, um hier oben darüber Wasser für das Zuckerrohr zu liefern. Das heißt, wir haben hier auf hohe Effizienz und beste Auslagerung geachtet. Ja, ein Stockwerk runter gibt es mittlerweile auch. Das gab es vorher nicht. Das habe ich komplett vorhin fertiggestellt. Komplett restauriert, gab es vorher überhaupt nicht. Hier war eigentlich nur Erde und ja, nichts eigentlich. Hieraus ist jetzt eine komplette Weizenfarm entstanden. Nach Ernte bitte wieder neu anpflanzen. Steht hier nochmal ausführlich drin, denn Melonen wachsen nach. Super einfach. Zuckerrohr ist sowieso ganz schnell. Aber hier, da muss man natürlich drauf achten. Und ich bitte euch da, seid so freundlich und macht das auch. Auch wenn es vielleicht manchmal nervt, aber dann erntet halt zwei, drei Reihen ab und dann pflanzt ihr auch sofort wieder nach. Ja? Ist nicht nur für euch gut, sondern auch für eure Mitfarmer. Und ja, ist einfach gutes Benehmen. Also bitte nachpflanzen. Und ich kann mal ganz kurz zeigen, wir haben hier übrigens zwei Tore, das zeige ich vielleicht da hinten auch noch. Und hier haben wir ein wirklich super effizientes, ausgelagertes Feld mal wieder. Hier darunter Wasser versteckt, hier mit der super Beleuchtung. Dann da, wo es nicht gereicht hat, hier nochmal eine extra spezielle Beleuchtung hingemacht. Aber so wirklich aktuell super ausgelagert und wirklich perfekt hier zustande gebracht. Und ja, hier kann man, wie gesagt, überall Weizen farmen. Hier ist nochmal so eine kleine Ecke, kann man sich hinstellen, wenn man AFK gehen will oder so. Und die Felder pflanzen dann, wachsen dann in der Nähe dann wieder nach. Hier passiert also nichts. Steht man auch nicht für andere, behindert man auch nicht andere Farmer, sondern kann sich hier einfach hinstellen, ohne Leute zu behindern. Ist toll, hier dieser Block, dahinter befindet sich der Beacon mit den Eisenblöcken. So versteckt, damit man da nicht immer gegenknallt oder so. So, und dann zeige ich auch ganz hinten mal kurz die Ankaufskisten, die sind natürlich noch nicht beschriftet, aber hier wäre dann die ganze Ankaufskisten. Das geht dann hier, wie gesagt, bis hier hinten und auch neu. Drei Doppelkisten übereinander pro, ja, pro ja, Doppelkisten Auslagerung, ihr wisst schon, was ich meine. Vorher waren immer nur zwei und die waren auch immer voll. Das wird sich auch in Zukunft ändern. Das wird öfter geleert werden. Und jetzt gehen wir nochmal runter. Und da seht ihr, ja, das war mal irgendwie hier Zuckerrohr, Halbfarm, aber ziemlich ineffizient. Irgendein Gemuddel, Kuddelmuddel darüber. Also das wird auch noch komplett restauriert. Ja, auf jeden Fall jetzt erstmal schon drei vollwertige Etagen, die komplett restauriert wurden. Die allerletzte wird auch restauriert und ja, das sorgt einfach für super Übersichtlichkeit. Und ja, was auch geändert wurde oder was sich ändern wird in Zukunft, es gibt die normalen Standard-Ankaufskisten, die hier, davon gibt es natürlich die meisten, aber speziell für VKBA-Kunden, also Leute, die hier bei VKBA ein Konto angelegt haben, gibt es auch spezielle VKBA-Ankaufskisten. Und ja, hier gibt es eine Kurzbeschreibung.
VKBA-Konto mit L-Farm-Add-on nötig. Der braucht man Mini-Add-on, das kostet dann wenige Kaddis pro Woche, vielleicht 10, 20 Kaddis, also überhaupt nicht der Rede wert. Dann kann man hier einfach die Items verkaufen, wie gewohnt hier bei denen, einfach draufklicken. Dann muss man ein paar Minuten warten, ich sage immer so 3 Minuten, einloggen in VKBA, dann unter Aktion L-Farm draufklicken, Button anklicken und dann ist das Geld automatisch auf euer Konto gutgeschrieben. Das hat den Sinn, weil das Geld, was ihr hier einzahlt, das ist natürlich sofort euch selber gutgeschrieben, aber wer jetzt viel mit VKBA handelt oder in Zukunft handeln möchte, für den ist es praktisch, dass er direkt das Geld auch auf sein virtuelles Konto einzahlen kann und dafür haben wir diese Ankaufskisten geschaffen. Das Geld wird sofort gutgeschrieben und um natürlich auch einen super Anreiz zu schaffen, gibt es hier einen höheren Ankaufspreis als oder eine höhere Gutschrift als hier bei den normalen Standardkisten. Also hier wird es dann statt 1,5 gibt es dann hier, was weiß ich, 2 oder so, damit sich das auch lohnt. Ja, und dann hier, wie gesagt, in jeder Etage wird das, werden die ganzen Ankaufskisten auch hingestellt und natürlich auch hier und in der unteren Etage, hier steht es sogar schon abgesondert, bis hier, also im Normalfall 6 VKBA-Ankaufskisten, also hier kann man dann auch für erhöhten Ankaufspreis direkt bei VKBA einzahlen. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, dass euch hier die neue L-Farm gefällt, die neue Restaurierung, dass sich das auch hoffentlich gelohnt hat. Das war echt eine Menge Arbeit. Das Geld jetzt mal nebenan gestellt, das ist jetzt hintergestellt. Das ist erstmal nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass das Ergebnis gut ist und dass es auch einen Nutzen hat. Die L-Farm war aber wirklich sehr beliebt und das möchte ich wieder, sage ich mal, ein bisschen auferwecken lassen. Das ist natürlich jetzt wieder in den Hintergrund geraten, aber das soll sich in Zukunft ändern, auch mit dem VKBA-Ankauf. Und ja, aber war auf jeden Fall eine Menge Arbeit, deswegen hoffe ich, dass euch das Ganze gefällt. Und ja, da wird es auch auf jeden Fall, wenn es soweit ist, ein paar neue Informationen geben. Dann kann man sich da auch wieder ganz gewohnt anmelden. Ja, und jetzt war es das erstmal zu L-Farm, zu VKBA an sich. Kann ich da noch mal ein paar kurze Worte sagen. Die Folge hat sich halt ein bisschen um ja, VKBA gedreht und ja, meine Projekte. Aber das muss einfach mal wieder sein, denn wir haben uns schon so lange nicht mehr gehört. Da war es einfach wieder notwendig. Und hier ist eine Endertruhe. Juhu. Na toll. Also nicht wirklich Tolles drin, aber gut. Was wollte ich sagen? Ja, VKBA. Ein paar Worte, abschließende Worte noch. VKBA wird in naher Zukunft ein Rewrite-Update erhalten. Das heißt, ich werde das Ganze umschreiben. Das, und bei der Gelegenheit wird es auch noch gleich das ein oder andere Update mitgeben, was schon länger auf sich warten ließ. Also da gibt es zum Beispiel Kontakte und was weiß ich, was noch alles auf euch zukommt. Und natürlich hier auch noch die L-Farm-Integration. Also seid ihr echt gespannt. Und zusätzlich habe ich jetzt eine neue VKBA-App zu entwickeln. Die alte, die war ja, naja, keine wirkliche App, die war eigentlich nur die mobile Ansicht. Das hat uns nicht wirklich gebracht, war relativ unkomfortabel. Die neue VKBA-App ist zwar jetzt auch keine richtig super tolle App, also keine perfekte Offline-App und mit keine Ahnung was für Dingern, aber sie ist doch sehr komfortabel, soll das schnelle und verwalten und der Übersicht von VKBA dienen, aber natürlich eben auch das Verwalten. Und damit meine ich auch Überweisungen tätigen von unterwegs aus, shoppen über QuickBuy und so weiter. Das wird alles gehen. Und um das Ganze auch ansprechend zu gestalten, habe ich das Ganze im Material Design entworfen, designt und auch ein paar kleine Animationen, kleine Dinge eingebaut, jetzt nicht wirklich super Besonderes, aber eben doch was Kleines. Auf jeden Fall wird die App dann besser als die alte. Gut, das ist auch nicht schwer, aber freut euch da auf jeden Fall drauf, denn die App basiert schon auf neuem Code und dieser Code, der wird dann oder ist relevant für ist relevant für das Rewrite-Update von
VKBA. So, und jetzt abschließend gucken wir mal, ob wir hier so ein kleines Drop-Event mal mitmachen können, miterleben. Hier an dieser Stelle war ich noch nie am Spawn. Normalerweise ist das meistens eigentlich bei Warp Drop oder so. Das gönnen wir uns hier noch abschließend. Und dann würde ich sagen, was ist für diese Folge? Ich bin an dieser Stelle draußen schon mal. Bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen eher weniger. Wobei ein paar Eindrücke von der Elfarm habt ihr ja bekommen. Aber doch habe ich ziemlich viel geredet. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Und ja, ich bin draußen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Drop-Event und irgendwie kann ich heute nicht mehr reden. Und bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. So, Hallöchen, da bin ich nochmal ganz kurz. Ihr habt gesehen, das Drop-Event ist jetzt vorbei. War leider nicht ganz so toll, wie ich zugeben muss. Ich war nämlich selber erstaunt am Spawn, hatte ich noch nie erlebt. Ihr habt gesehen, das hat richtig hart geleckt.
Also es hat übelst gehängt und das war eigentlich nicht so wirklich schön. Aber na gut, es geht um den Spaß. Wir haben trotzdem noch relativ viel bekommen. Außerdem geht es ja nicht nur darum, es geht um den Spaß. Und ja, so habt ihr es mal gesehen. Und habe ich jetzt vorhin ganz vergessen noch zu sagen. Die Legend Bank wird auch noch das ein oder andere Drop-Event sponsern, gerade wenn das Rewrite-Update von VKBA endlich draußen ist, beziehungsweise auch die App damit einhergehend. Und deswegen würde ich sagen, freut euch drauf und dann findet auch das ein oder andere Drop-Event statt. Das wird dann per Twitter und im Forum natürlich angekündigt. Und ja, ich würde sagen, freut euch drauf und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.